Elke. Und Elke ist 66 Jahre. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Elke. Ja, Domian, als das mit dem Puppensprung war, ist mir nach Jahrzehnten etwas eingefallen. Mhm. Wieder also ins Gedächtnis gerufen worden. Und zwar habe ich mit Freunden meinen 21. Geburtstag gefeiert. Das war ja damals noch die Volljährigkeit. Ja, genau. Mhm. Und ein Freund hat mitgefeiert. Mhm. Und wir waren so 10, 12 Personen, also im Freundeskreis und Festen. Mhm. Und wir waren in einem Lokal, alle ein bisschen gebechert. Mhm. Und auf einmal sagte der Freund, wenn es 12 Uhr ist, werde ich mich erschießen. Ja, und wir haben alle gelacht, wir haben gesagt, das gibt's doch nicht. Ne? Ist ein Spaß, ist ein Gag. Ja, wir haben gedacht, es wäre ein Gag. Mhm. Mhm. Und und es wurde 12 Uhr. Und er zog eine Pistole aus der Tasche, aus der Hosentasche und ging nach draußen und also vor das Lokal und setzte die Pistole. Und wir haben immer noch erstaunt geguckt. Das ging alles so schnell. Seid ihr hinterher? Immer noch nicht geglaubt. Seid ihr hinterhergegangen? Wir sind hinterhergelaufen. Ja. Und er hinter ihm. Er ging jetzt vor und wir alle hinterher und er setzte sich die Pistole an und er schoss sich. Vor euren Augen? Vor unseren Augen. In den Kopf? Furchtbar. In den Kopf? Ja, in den Kopf, ja. War auch sofort tot. Also, und jetzt kam das Bild auf einmal wieder nach, man kann sagen, nach Jahrzehnten. Nach Jahrzehnten kam es hier hoch. Dein 21. Geburtstag. Ja. Es schießt sich dieser Junge, wie alt war der? Der feierte seinen Geburtstag auch. Ach so, der feierte seinen Geburtstag. Der Bruder war wohl auch 21 geworden. Ach so. Wir feierten gemeinsam. Ich verstehe. Wir haben das immer so gemacht, weil es dann preiswerter war und so. Mhm, ne? Dann haben wir das immer so gemacht. Ja. Gott, da muss doch die, wie viele junge Leute wart ihr? Ja, so 10, 12, ich weiß nicht. Also es war so eine feste Clique. Aber da musst ihr müsst doch dann wie gelähmt vor Schock gewesen sein. Also ich weiß nur, dass ich unheimlich, also ich jetzt, furchtbar, ich mochte ihn sehr gerne, also als Freund. Mhm. Und ich weiß nur, dass ich furchtbar geschrien habe. Ne? Mhm. Kannst du dich erinnern, was dann weiter geschah? Domian, du wirst es nicht glauben, ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaub's dir. Ich glaube, dass das Gehirn sowas wegschaltet. Ja. Ich weiß nicht, ob wir zurückgegangen sind, ob der Wirt gekommen ist, was die Freunde gemacht haben. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Aber ihr habt im Freundeskreis sicher die Wochen, Tage und Monate danach sehr oft drüber gesprochen. Ja. Gibt es einen Anhaltspunkt, warum er das gemacht hat? Also er hatte ja keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich hatte schon seit Jahren einen festen Freund, war auch verlobt. Mhm. Und man gab mir indirekt in diesem Kreis die Schuld, weil er sehr verliebt in mich war. Ach so. Und wenn das Gespräch auf ihn kam, die ging auch jedes Jahr zum Grab. Mhm. Und ich legte dann immer eine gelbe Rose, liebte er, legte man immer Blumen hin. Mhm. Also ja, vielleicht 5, 6 Jahre, wo alles dann verstreute sich, dann wurde geheiratet, wie das so ist. Ne? Und es verstreute sich, und dann ging der Mann da nicht mehr hin. Mhm. Und immer wieder kam das Gespräch darauf, ja, indirekt bist du ja, ne, und es war schlimm. Das war wirklich sehr schlimm, weil natürlich trägst du keine Schuld, wenn er unglücklich in dich verliebt ist. Nee, das ist mir klar. Aber dass die Leute dann, so sind die Leute, ne? Dass sie dann sagen, du bist schuld. Oder du hast damit was zu tun. Ja, man sucht ja auch einen Schuldigen, weil man damit nicht fertig wird. Ne? Er hat, aber da ist nie immer ein Abschiedsbrief aufgetaucht. Nein, gar nichts. Er war, ich habe es euren Mitarbeitern schon erzählt, er war Trompeter. Ja. Und wir hatten so eine kleine private Band, wo ich gesungen habe. Ja. Also mit Jazz. Ja. War ja damals üblich. Und ich habe das alles gemerkt. Ne? Er war ein Melancholiker. Mhm. Ich würde heute sagen, er war immer etwas depressiv, in sich gekehrt. Und ich frage mich ja jetzt, habe ich mich schon wieder gefragt, warum eigentlich? Mhm. Ne? Aber es ist ja schon ein bisschen absonderlich. Er hat das Ganze ja inszeniert. Er hat es regelrecht inszeniert. Ja, er wollte eine Bühne haben, auf der er das macht. Ja. Und er hat Gott sei Dank nicht noch einen schuldigen Spruch an dich gegeben. Nein. Er hat mich auch nicht angeguckt oder so. Mhm, er stand mit dem Rücken zu mir.
Also zu uns. Was war das für eine Waffe? So eine kleine? Eine Pistole, weiß ich nicht mehr. Es war eine Pistole von seinem Vater, der ja Bahnpolizist war. Ach so, daher hatte er. Die hatte er entwendet. So. Und er war, du sagst, er war sofort tot. Er war sofort tot. Mhm. Also ich glaube es. Also weißt du, Domian, ich weiß es nicht. Nee, ja, er wird wohl sofort tot gewesen sein. Ich sehe ihn noch da liegen, ich sehe das Blut noch. Mhm. Also jetzt, wenn ich davon spreche, das Blutgerinnsel und Das sind wirklich. Ich weiß, dass ich geschrien habe, wahrscheinlich alle. Aber das sind so. Ich weiß nur das jetzt von mir. Mhm. Ich kann mich nicht an die Gesichter mehr erinnern. Mhm. Ich kann mich wohl jetzt an die Freunde erinnern, ne? Aber an die Gesichter so wie die im Moment. Das weiß ich alles nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich unheimlich geschrien habe. Mhm. Das weiß ich. Ne? Schlimme Sache. Schlimme Sache, die du auch nie vergessen wirst. Nein, aber man schiebt es doch, weil man selbst eine Familie hat, ich habe mittlerweile auch Enkelkind und alles. Man schiebt das ja doch irgendwie weg. Und eben, als das mit dem Brückensprung kam, da ich auch ein bisschen schlaflos bin, bedingt durch das Alter, und als es mit dem Brückensprung da kam, da fiel es dir wieder ein, diesen Selbstmord, da kam das wie ein Blitz. Mhm. Aber weißt du, vielleicht ist das auch ganz gut, wenn es einem gelingt, solche Sachen wegzuschieben. Was soll man sich da immer und Jahre und Jahre und Jahre mit auseinandersetzen? Das bringt ja sowieso nichts. Nee, das ist wie auch wie ein anderer Tod, ne? Genau. Irgendwie so, es geht, ist immer weiter weg. Mhm. Ne? Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte allerdings auch, ich war schon verheiratet mittlerweile und hatte Kinder und bekam plötzlich psychische Schwierigkeiten. Mhm. Und hab dann auch eine Therapie angefangen. Mhm. Ich bekam also Angstzustände und so Verlassensängste. Mhm. Und ich habe das also in der Therapie besprochen, auch immer wieder. Ja, ja. Und weil ich ein lebenslustiger Mensch eigentlich bin, ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde. Ja. Und also die Ärzte sagten, also die Psychologen sagten, es könnten diese Ängste daher kommen, von dieser Sache, die ich ja nie bearbeitet habe. Vielleicht. Ja. Liebe Elke, es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Wenn auch nur übers Telefon. Ja. Vielen Dank. Du weißt ja, das ist, was jeder sagt. Deine Sendung ist super. Ich gucke sie wirklich jeden Abend, da ich nie vor 3 Uhr schlafe. Ja, ich danke dir auch sehr herzlich für das Kompliment. Es freut mich wirklich sehr. Und ich wünsche euch noch was. Ne? Dankeschön, Elke. Alles Liebe. Tschüss.